Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, ich fühle mich mega, mega schlecht. Ich kann euch jetzt auch ganz einfach sagen, wieso. Ich bin zwar jetzt in einem Alpha-Clan, aber wie gesagt, ich wurde durch den Kampf gezwungen, in den Alpha-Clan zu kommen. Plus auch die Geschichte mit Sue. Ich bin sehr, sehr gerne jetzt auch in den Alpha-Clan. So, es macht mir auch Spaß. Aber irgendwie fühle ich mich echt mies, die Leute anzugreifen oder halt allgemein solche Sachen zu machen. Deshalb haben wir da ein ganz, ganz kleines Problem. Ich habe jetzt überlegt, Leute, was ich dafür tun kann. Und ja, gönnt auf Ehren, Abo, ein Like an dieser Stelle, Leute. Und ich will auf jeden Fall mich bei sehr, sehr vielen Leuten entschuldigen. Trotzdem, Alpha Clan muss ich loyal bleiben und ich bleibe dem Clan noch loyal. Und ist mir auch egal, ob irgendwer was anderes dazu sagt. Aber es ist einfach so. Habe ich hier was gehört gerade? Oh mein Gott, das ist Sue, ne? Ey, mit dem kann ich jetzt nicht reden. Das kann ich jetzt nicht bringen. Das ist echt so, ne? Ich schläg ihm einfach ein Schild hier hin. Bro, es tut mir leid. Bruder, es tut mir leid. Ich hoffe, du verstehst mich. Irgendwann wird das alles hier auch vorbei sein. So, will jetzt auf jeden Fall nicht mit ihm reden, Leute. Denn, wie gesagt, ich fühle mich mega kacke. So, auch die Sache jetzt mit Banks, mit Illina, mit Gambo. Das ist natürlich so eine Sache, die quält mich im Kopf, ne? Wie gesagt, Leute, ich bin ein Mensch. Ich bin ein sehr, sehr loyaler Mensch. So, egal in welchem Team ich bin, ich mache das, was man mir befiehlt, so. Aber an der Stelle muss ich auch sagen, Alpha Clan hat einen krassen Zusammenhalt. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich immer ein Gegenteil davon gehört habe. Und in letzter Zeit kriege ich natürlich auch sehr, sehr viele Hate-Nachrichten von den ganzen Leuten, wo ich mir denke, ey, so erstens, es ist nur ein Spiel. Zweitens, entweder feiert ihr mich als Person und nicht nur, weil ich irgendwie jetzt Dreizack-Brüder oder was auch immer bin. Entweder ihr feiert mich, weil ich der YouTuber bin und hier Video-Content bringe, oder ihr feiert mich nicht. Aber mich zu deabonnieren oder irgendwelche scheiße Kommentare reinzuschreiben, weil ich in einem Spiel jemanden kille oder dass man hier irgendeine Rolle macht, so, das habe ich ja bei Sue gesehen und jetzt passiert es ja auch bei mir und ich denke mir, Alter, so Retalk, so, what the fuck, so, holy shit, was ist los bei euch? Aber jeder so, wie er möchte natürlich. Ich werde auf jeden Fall jetzt zu Gambo seinen Hauch einen Besuch abstatten. Aber nicht wegen euch, sondern wegen mir selbst, weil ich mich kacke fühle. Weil wir den gestern da echt eklig geholt haben zu zweit. Und ja, der ist bestimmt echt traurig, kann ich mir vorstellen. Deshalb werde ich da auf jeden Fall ihm was geben dafür, für die Aktion. Wisst ihr, wie wir das Ganze jetzt einfach machen? Der hat ja hier eine Kiste. Okay. Ich will den jetzt nicht viel Sachen rausnehmen. Warte, ich leg mal ein paar Sachen von mir jetzt einfach rein. Ein Schild oder so. Vielleicht braucht er das Netherrack. So, ich muss auf jeden Fall ganz kurz ein bisschen was von ihm nehmen. Aber nicht, um irgendwie was zu klauen, sondern um mir eine eigene Kiste herzustellen. Damit ich das hier machen kann. Und zwar will ich jetzt hier reingehen. In sein Haus. Oh, er hat hier sogar eine Kiste. Was steht hier? Buch und Feder? Hä? Da wollte jemand was reinschreiben? Lol. Okay. Wollte jemand meine... Okay. Einladung. Hast du das Zeug zum Superstar? Findest heraus. YouTuber-Insel sucht den Superstar. Zeigt dein Talent oder egal, Musik Black. Wo bei der Bühne? Wann? 8.12. oder so. Okay. Krass. Alles klar. Okay, keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Hä? Hä? Egal. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall. Jetzt bin ich dran. Das. Das. Und jetzt schreibe ich ein. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich kann die Aktion mit Alpha Stein hiermit ein wenig entschuldigen.
Ich tue nur meine Pflicht gegenüber dem Alpha-Clan und hoffe, dass es nicht nochmal dazu kommt, dass wir dich killen müssen. Tut mir echt leid, Janis. I'm sorry. Und jetzt haben wir dieses Buch. Ja. Das packe ich jetzt hier rein. Mit dem goldenen Apfel und den Diamanten. Und ja, mehr kann ich nicht bringen. Auf jeden Fall. Tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, wo Banks seine Base ist. Elina ist auch nicht am Start. Leute, ich habe vergessen, dass Elina bei dem Wasserkrieger, ne? Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie willkommen bin, da jetzt hinzugehen. Das heißt, ich muss ihr das irgendwie persönlich geben, falls sie mal on ist. Gerade ist sie nicht on. Das heißt, ich werde auf jeden Fall einfach mal wieder zurück ins Schloss gehen und auf jeden Fall mit Eiferstein quatschen, weil das ist schon sehr wichtig. Ich bin einfach bisschen zu böse geworden. So, und ich wollte eigentlich nie so der Böse sein, so, aber erstmal wurde ich halt ausgegrenzt von Blackjack. Dann wurde ich aufgenommen vom Alpha Clan, weil ich einen Kampf verloren habe. Und es ging eigentlich einfach nur darum, dass Alpha Stein, Zhu und die ganze Dreizack-Brüder Base kaputt machen wollte mit TNT und etc. Und ich habe zu dem gesagt, nee, ich lasse das nicht zu, ich mache da nicht mit. Und dann meinte er, ja, okay, wenn du schaffst, mich zu besiegen, dann höre ich auf deinen Vorschlag. Und wenn du aber verlieren solltest, kommst du zu uns in den Alpha-Clan und tust das, was ich dir sage. Aber unter einer Bedingung, wenn ihr euch erinnert, habe ich gesagt, wir lassen Sue komplett in Ruhe. So, das heißt, ich bin eigentlich nur im Alpha-Clan, um Sue zu helfen. Aber dann ist mir natürlich aufgefallen, dass ich auch Spaß daran habe, weil der Zusammenhalt im Alpha-Clan ist mega. Wirklich, das ist geisteskrank, wie man sich gegenseitig supportet. Und der Alpha-Clan ist wirklich ein geiler Clan, so. Nur vielleicht sind wir ein bisschen zu übertrieben rangegangen an die ganze Geschichte und haben zu viele Leute geholt und müssen das jetzt einfach ein bisschen umändern. Und deshalb habe ich mich jetzt bei den Leuten entschuldigt. Hallo! Hörst du mich, Bro? Was geht, Alfie, alles klar? Ja, bin hier, wo bist du, Janis? Ich bin unten, aber ich weiß nicht, wo. Lumex ist auch hier, aber bewegt sich nicht. Keine Ahnung. Das ist komisch. Janis! Ja. Was meint es? Alter, benimmt sich ganz komisch, redet nicht mehr mit mir. Ich glaube, der ist sauer auf mich. Vielleicht hat er mit dir geredet. Nee, ich weiß von gar nichts. Wir waren doch gestern noch alle zusammen. Wo ist der? Ja, der hat Lumex und mich einfach die ganze Zeit ignoriert. Wirklich. Und dann hat er nicht gesagt, wo der ist. Wir waren eigentlich zusammen alle fahren. Wir hatten voll Spaß. Auf einmal ist er weg. Boah, ich habe echt gar keinen Plan, wo der ist. Tut mir leid, Bro. Janis, du klingst aber komisch heute irgendwie. Was ist los mit dir? Irgendwie ist deine Stimme. Du klingst nicht so glücklich. Ist irgendwas passiert? Hat was mit Ende zu tun? Ja, das alles hier, Digga. Es ist alles. Die Kills, die Leute, die wir holen. Dann Sue, der Stress. So, ich fühle mich nicht wohl gerade einfach. Wie? Janis, ich sag ehrlich, ich hab auch ein bisschen gestern gemerkt, du warst ein bisschen irgendwie. Du wolltest die ganze Zeit, dass wir die YouTuber angreifen gehen. Also, das will ich natürlich auch. Aber du wolltest sie alle unbedingt wegklatschen! Hä? Du hast mir doch gesagt, wir sollen die alle killen. Das kommt doch alles von dir, Mann. Ja, auch. Aber irgendwie kam das gestern mehr von dir als von mir. Ja, weil ich hier... Mann, ich hab doch gesagt, wenn ich alle Köpfe... Wenn ich alle Köpfe hier hole, hast du mir gesagt, darf ich hier raus. Und das ist doch das ich Ziel. Ich glaub, dich hat irgendeine böse Aura angegriffen, Kianis. Ey. Ich glaub, die wurde von irgendeinem Bösen erfasst. Warum schiebst du gerade alles auf mich, Mann? Alle! Ich will dich alles auf dich, Kianis. Was soll das, Alter? Was? Du einfach kannst. Guck mal, wie böse du bist. Du schlägst mich an ihn allen jetzt hier schon wieder. Was soll das? Ja, das stimmt gar nicht. Ey, Digga. Du hast dich mit deinem Schwert. Und ich hab gebrannt, dass das wegelt denn. Junge, erinnert dich an unser ersten Treffen, wie oft du mich mit deinem Bogen und alles abgeschossen hast. Was erzählst du da? Ich hab meine Rüstung repariert und mach sie wieder kaputt, Giannis. Bitte, du darfst nicht mehr so böse sein. Ey, du bist so mies, ne? Wirklich. Giannis, ein Alpha-Clan-Mitglieder. Genau, Giannis. Hör mal auf, genau. Böse zu sein, Mann. Ey, ihr seid so mies, ne? Ihr seid so mies. Nein. Genau, der Alpha-Clan ist nämlich gut. Wir greifen keine Leute an. Junge, wir haben gestern schon welche gekillt. Die Leute greifen uns an. Genau. Junge, ich fühle mich richtig unwohl, ehrlich. Ich habe gefühlt mit jedem zweiten jetzt die Stress auf der Insel. Wegen dir, Mann! Ah, jetzt hast du schon wieder. Was kann ich dafür, Giannis? Ey, jetzt beruhigt euch mal, Jungs hier. Ist doch kein Kindergarten, Mann. Junge, du hast mir doch befohlen, alle Köpfe zu holen, damit ich frei bin.
Genau! Nix, Freunde, komm dich frei vom Alphakan, du wirst immer bei uns bleiben! Hä? Genau! Wie, ich werde immer... Virus angegriffen! Wie, genau. Ich werde immer bei euch bleiben, das stimmt nicht! Doch! Du bleibst ein Alphakan, du willst doch nicht rausgehen! Die Burg, genau. Guck mal, die Burg hier, die ist doch so schön! Ja, die habe ich gebaut, die ist richtig schön, ne? Ja, die Alphakan-Burg, ich fühle mich hier wie zu Hause! Aber, dann tu mir einen Gefallen, komm mal her! Ja! Lass uns aufhören, so radikal auf die ganzen YouTuber zu gehen! Ja, ich greif dir nie an die YouTuber. Wo bin ich? Frag mich auch, wo du bist. Ach so. Ja, versprichst du mir das? Das war nur Ausrutsche. Und was ist mit Gambo? Mit wem? Wie heißt der Gambo? Gambo, ja, das war deine Idee. Was, das war meine Idee? Warum lügst du? Das kommt alles von dir, Janis, Mann. Warum bist du so sauer? Junge, du bist der Übeldraht hier, Mann. Wegen dir bin ich so geworden. Janis, das ist alles deine Schuld. Nein, Janis, das ist... Bro, es ist alles deine Schuld! Bitte, werd dich verletzt, warum bist du so böse? Junge, ey, Lumex! Ja! Der Typ, ich glaube wirklich, der macht uns verrückt, das ist das, worauf... Bro, was hab ich dir gestern gesagt? Du hast mich hier gestern in den Alphakan mit reingezwungen. Ey, Lumex, alle, hör mal zu! Alle haben mich davor gewarnt und gesagt, dass Alphastein die Leute einfach manipuliert, dass du irgendwann böse wirst. Ja! Nein! Nee, es ist alles deine Schuld! Leute, guck doch, wie gut es euch geht! Ihr seid so stark im PvP, das kommt alles durch mich! Und jetzt seid ihr auf einmal wütend auf mich, das verstehe ich nicht! Genau! Dann beginnen. Ich hab mir PvP-Tricks gezeigt! Dann sag mir jetzt, dass wir nicht mehr so radikal auf die YouTuber gehen! Wir gehen nicht mehr so drauf! Und sag mir jetzt, dass wir uns. Wenn ich Stress will, dann mach ich halt mit ihnen Stress! Ja, okay, wir machen einen Deal! Weil die wollen nicht verstehen, dass wir für den Frieden sind und wenn die irgendein Problem mit dem Alphakan haben, dann gibt's halt Ärger! Okay, dann machen wir das so. Wir greifen die Leute nicht mehr so radikal an. Aber wenn sie uns angreifen, dann greifen wir zurück, okay? Okay, alles klar. Gut. Ja, ich bin nicht so in Mut heute, sorry. Vielleicht morgen. Janis! Was? Du musst demotiviert sein, du hast nichts falsch gemacht. Ja, aber... Seite. Ich weiß, dass ich auf der richtigen Seite bin, aber es ist einfach nur, es läuft gerade einfach nicht. Es ist einfach so. Es läuft nicht. Es läuft super, wir haben fast alle Köpfe von den YouTubern. Ja, aber ich fühle mich dabei schlecht, Mann. Ich war nie so drauf, dass ich Leute gekillt habe. Nie. Janis, was? Warum muss es laufen? Du bist am wichtigsten. Du hast... Ich denke nicht drüber nach, den Alphakan zu verlassen. Guck mal, dir geht's so gut. Du hast so viele Hunde. Die mögen dich alle. Die Base geht's gut. Ja, das habe ich alles ich gemacht, ne? Alles. Nein, das sind wir zusammen. Was hast du denn gemacht? Lass mein Pferd da drin. Ich leite hier alles. Ich sorge dafür, dass alles hier am Stande bleibt. Ey, du bist so ein Problemkind. Wenn ich nicht in deinen Clan hätte, hätten die das schon längst hier angegriffen. Aber die respektieren dich alle. Ey, Mann. Janis! Okay. Ja, ist okay, ist okay. Keine Zweifel kriegen, wirklich! Okay. Du kannst mir sagen, wo Ente ist? Boah, ich hab keine Ahnung, Mann, du musst den suchen, aber Ente! Wenn was ist, schreib mir wo einfach. Wo bist du, Ente? Jo! Ente! Alpha? Ja, wollte ich den Leuten gerade schon erklären, Bro. Ich hab gehört, Ente wurde entführt! Wie Ente wurde entführt? Wie er wurde entführt? Janis, ganz kurz, du bist ja jetzt auch beim Alphakan, ich bin auch beim Alphakan. Wir sind jetzt das Alphakan-Trio und... Genau, du hast verstanden. Ja. Wie? Warte mal ganz kurz. Warte mal, Lumex, Ente wurde entführt? Ja, Bro, ich erklär's den Zuschauern gerade auch schon. Ente wurde entführt und ich hab einen Auftrag von Alphastein bekommen. Aber ich erklär das erstmal ganz kurz. Ich komm gleich zu euch, ja? Okay. Okay, bis gleich. Alfi! Alphastein! Wie er wurde entführt? Ich weiß nicht, ob er entführt wurde. Er hat gar nichts gesagt. Man weiß überhaupt nichts. Hä, aber wo weiß das Lumex, dass er entführt worden ist? Das kann nicht sein. Sonst hätte er in den Chat geschrieben, dass er entführt wurde. Vielleicht denkt das Lumex nur. Ey, das kann doch nicht sein, Alter. Ich fühle mich mies kacke. Mir geht's wirklich gar nicht gut damit. Ich muss jetzt auch noch mit Sue darüber reden. Obwohl ich ihm die Schilder jetzt gegeben habe. Eigentlich muss ich echt mit ihm darüber reden. Vielleicht kommt er ja auf mich zu. Und wenn nicht, dann keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt Ente entführt worden, angeblich. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber wenn dem so ist, Leute, dann müssen wir dem nachgehen. Aber wer würde Ente entführen? Warum Ente?
Aus welchem Grund?